Das ist halt, du weißt schon, ich weiß nicht, du weißt schon, das ist halt. Scheiße. Mario Kart könnten wir so eigentlich aufnehmen, die können ja zu zweit spielen. Mario Kart? Ja, das auch. Alle nehmen Wario. Und was ist mit Cindy? Cindy ist Wario, der kann Mii nehmen. Sag ich doch. So, aber... Ja. Geht das? Du bist gerade beim Kapelle bauen, oder? Nee, ich mache jetzt Zuckerrohr für unsere geil... ja. Zuckerrohr wird doch schon. Das geht! Ist ja nice! Ist ja nice. Wenn du Half-Steps auf Wasser baust, geht der Wasserblock nicht weg. Und du kannst immer noch Zuckerrohr daneben anbauen, weil quasi noch Wasser daneben ist. Obwohl es so aussieht, als wäre es keins. Das ist cool. Also wirklich? Das ist mir gerade auch ganz gut. So. Ich denke... Das ist gelogen. Was? Dass es mir gefällt? Nein, 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 ich sag's, ich denke, aber... Ach so, ja, ich verstehe die Meter. Soll ich die Kack... Erzähl mir mehr. Ja. Cindy, du hast ja noch Hopper, gell? Ich hab dir ja viel zu viel gegeben. Dann kann ich ja zwei davon haben, oder? Gut, gut, gut. Ah, dann brauch ich noch Redstone, natürlich, natürlich. Ich mach dann die Kaktusfarm. Kaktusse? Oh, dahin, ja. Aule! Die mache ich auch so in die Nähe. Warte, doch, doch, was? Ich brauche nicht mal Redstone. Ich brauche die Scheiße nicht! Also brauche ich echt nicht. Ja, ich weiß. Du brauchst nur deine Medikamente und Friedrich, dein Kuscheltier. Ja? Das ist wahr. Ich bin perfekt vorbereitet. Alter, bin ich gut. Ich habe in die Zukunft geschaut, damals schon. 1972, als ich noch nicht mal auf der Welt war. Und ich meinte, davor war ich auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß noch, 1712. Das war eine geile Zeit, aber wann? Mhm. Ja, was? Mhm. Ich stimme dir nur zu. Gut, ich wollte nur sicher gehen. Wir müssen irgendwann mal so krass Banner-Shit machen, also wirklich krass, so, oh, dass dann der Hupti kommt und sich denkt, was zur Hölle, warum bin ich eigentlich so nutzlos? Ich konnte die. Das ist eine Delfinenrüstung. Was für ein Delfin? Einer in Rüstung, der gerade den ROB angeln will. Und ROB meint so, nee, will nicht. Der Delfin will den Rob angeln. Ja. Cool. Ja, kann ich verstehen. Richtig. Der hat auch zwei Riesentürme. Der muss ein paar Kamele wert sein. Richtig. Hi. Du bist... Was machst du hier? Du gehst tatsächlich raus? Ich sag doch. Deswegen habe ich mich gerade so gewundert. Ich dachte, der macht das immer so mit Photosynthese, dass dann... Dass dadurch dann irgendwie die Blöcke erscheinen, die er zum Bauen braucht. Hm. Ja. Und dass er dann halt so eine Cobblestone-Farm und Baumfarm in seinem Haus hat, um halt da das Zeug zu machen. Ich verstehe dich nicht. Warum? Ich muss keinen Cobblestone farmen. Sicher? Ja, ich baue alles aus Cleanstone. Ja, und wie machst du das? Silk Touch. Ohne Silk Touch? Mach das mit Silk Touch. Am Anfang, als wir angefangen haben? Da hat er sich gecheatet. Ja, da musste ich Cobblestone farmen, ist klar. Da musste ich cheaten. Aber das muss ich seitdem nicht. Die Silk Touch hat nicht mehr. Seitdem? Ich habe mich weiterentwickelt. Geht ja schon geistig. Ja, was ärmst du mich? Ach, du gerade. Du geile Sau, du. Ich habe 4-6 Kartoffeln. Den habe ich ganz alleine gebacken. Was denn her? Ohne Hilfe. Und das Cindy hat es mir bestimmt nicht gerade gegeben. Nee. Deine Farm ist etwas langsam.
Fick dich, du mieser Erdklotz. Boah. Sind die? Ich hab Sandstone aufgehoben. Was zur Hölle? Cindy! Schon wer spricht wie so eine komische Laus. Dein Haus funktioniert nicht. Das würde einbrechen, wenn man das bauen würde. Wie? Ja. Cindy hat schon wieder eine Weile nicht geschlafen, wie es aussieht, oder schon wer? Aber schon wer war halt in Neuland, also hat er geschlafen. Hat geschlafen. Siehst du, das hast du davon. Jetzt kommt der Phantom, ich weil dein Haus keinen Sinn ergibt. Wie? Du Phantomopfer, komm her. Achso, Phantomopfer. Ich dachte, Verdummungsopfer. Für RTL. Los, Cindy, kämpf. Los, hol ihn dir. Hol ihn dir. Oh, oh, jetzt hat er ein Stück von dir weggebissen. Das passiert schon mal. Los, du schaffst es, ich glaube an dich. Nicht den Bambus. Nicht den Bambo. Nimm den Bambus fahren. Geht doch. Geht doch. War das jetzt so schwer? Ein bisschen schon. Warum? Warum was? Ich weiß nichts. Ich sehe schon wieder einen Huhn. Und jedes Mal, wenn ich einen Huhn sehe, denke ich mir nur, Lutz, warum bist du so dumm? Warum bist ich glaub, du das war so nicht dämlich, Lutz? So dämlich, so dämlich, so ausgesprochen dämlich? Oh. Oh. Hey, schon wer, du geile Sau. Die Mobfarm. Ich hab grad Creeper getötet. Und das war's. Sonst kommen keine Mobs hier runter. Ja, ich bin auf dem Weg, Sinfredo. Die Flamingolo. Deutsche Lande sind mein Ziel. Okay. Ah, ja. Warum schlägst du mich? Hab das drauf. Darauf ein Schlückerchen. Warum? Wo soll ich denn die Kaktusfarm bauen? Weiß ich nicht. Wo baue ich die? Weil die sieht halt. Die sieht halt so und so. Ja. Theoretisch. Ich sagen. Ich weiß nicht, wie laut die Pisten sind, aber sonst könntest du einfach. Bei mir im Haus, weil ich da sowieso mal in der Nähe bin. Kaktusfarm benutzt keine Pistons. Dann komm her, mein Kind. In dein Haus, bist du ganz sicher? Ja. Ich meine, ich habe hier noch nichts, weißt du? Das ist halt ein bisschen buddeln. Also, ich hätte halt schon gerne eine, die nicht zu winzig ist. Da ist Platz. Muss nur herkommen. Ich weiß schon einen Ort, hier. Wo bist du? Warum ist mein Inventar voller Bambus? Wo bist du? Wo bist Cindy du? Hat schon wieder Phantome angelockt. Wo bist du? Ich bin in der Nähe von Cindys Haus. Weil ich habe halt noch die eine Seite, die ist quasi gegenüberliegend von meinem Lager, wo man ein bisschen runterbauen kann. Da wäre eigentlich auch ewig Platz, weil da noch nichts ist. Runterbauen. Hier ist halt hier, wo ich jetzt so bin. Da hätte ich die Bäume hier weggemacht. Eine ganz fette, hässliche, aus Glas gebaute Farm. Ja, das kannst du machen. Ich würde halt so hinter dem Pferdestall, da wo es offener wird, irgendwo die Kapelle machen, in die Richtung. Die Kapelle? Irgendwann. Weiß mich nicht, sind die schuld, dass ihr lebt? Ein Arschloch, der hat mich gebissen. Die wollen halt ein Stück von dir. Warum ja. Ist es eigentlich nicht Tag? Gute Frage. Wer ist auf die Idee gekommen? Goethe. Ja, das dachte ich mir auch. Und dann muss ich jetzt mal. Ich weiß nicht. Das macht einen traurig. Ja, jetzt können wir das gerade durchlaufen lassen. Was ist das hier? Was ist das hier? Du bist schon wer. Nee, ich meine, hier ist einfach. Das, unsere Anti-Holz-Maschine funktioniert nur halb. Und damit meine ich das Plugin. Die Bäume sind komisch. Jetzt? Oder es war einfach nur laggy, das kann auch sein.
Teilweise erkennt es halt die Bäume nicht an als seinesgleichen. Das kann auch als manchmal sein. Wie geht das jetzt eigentlich? Doch der Gary mit seinem Schlabber Wabbel kackt der Terminus in sein Klo. Oh geil. Hat er gesagt. Bevor er herausgefunden hat, was das überhaupt bedeutet für ihn. Ich verstehe nicht. Wie und so. Wir brauchen mehr Fackeln. Mhm. Ja, also überall einfach alles voller Fackeln. Das wäre. Oh ja. Oh ja. Scheiße. Hab ich davon was? Dumme Scheiße. Die Bäume sind fies, Mann. So fies. Die funktionieren nicht. Hört auf, so fett zu sein. Irgendwie. Was soll das? Ups. Findest du es lustig, Terminus? Ja. Schon so. Ich hab jetzt ein bisschen was gebaut. Hoppala. Es ist schon wieder passiert. Hoppla. Ein Palast. Scheiße. Nicht schon wieder. Gut, Wusstest du? Ja. Dass ich sehr viel Holz jetzt habe. Das kann sein, ja. Das wusstest du. Ich weiß ziemlich vieles. Zum Beispiel weiß ich. Krass, oder? Mhm. Hast du dir ja schon gedacht? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich laber gerade irgendwie nur Scheiße. Ich bin die ganze Zeit überlegen nebenher, über was könnte man reden. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts. Ich wusste was, aber ich hab's vergessen. Ich hab mir tatsächlich was überlegt, aber ich hab's echt. Ich meine, sobald das Einzige, worüber ich reden kann, normal ist, sind Videospiele. Aber das Problem ist, die Folge wird erst in 1 Million Jahren hochgeladen. Wenn Animal Crossing kommt, wahrscheinlich nachdem Animal Crossing kommt. Ah, wie findest du das neue Animal Crossing? Das ist eben meine eigene Zwiespaltung. Das, wo wir schon die ganze Zeit spielen, Zwinker. Achso. Ja, eigentlich geil. Aber da man einfach nie zusammenspielt. Cindy hat eine Phantomfalle in seinem Haus, der verbrennt nicht. Cool. Es ist halt. Selbst wenn wir uns das alle kaufen und relativ regelmäßig zusammenspielen, wäre es wahrscheinlich irgendwann langweilig, weil du machst halt. Größtenteils ist halt Bäume pflanzen, Sachen ausbuddeln, das kannst du einmal am Tag machen. Alle zwei, drei Tage kannst du mal die Bäume schütteln. Und dein Haus vergrößern. Du machst halt die Itemjagd oder so spezielle Items oder irgendwas, wie du dein Haus designen willst. Aber da kannst du eigentlich auch nur täglich in den Laden gucken und das in 2 Minuten. Du kommst halt nicht auf eine abwechslungsreiche, gut gefüllte Spielzeit immer in Animal Crossing. Und das macht mich halt traurig, weil eigentlich sind die Spiele cool. But I don't like it. Ich habe halt wenig Motivation, das lange zu spielen. Es wäre voll cool, wenn die das halt. Also, das machen sie nicht mehr, weil eShop. Aber wenn es wie bei dem alten Animal Crossing, wo man einfach mal irgendwie so 16 richtige Spiele haben kann. Ja! Das war im Original nur, oder? Das war später gar nicht mehr. Ich glaube. Ist auf jeden Fall ziemlich sexy. Ziemlich sexy, ja du! Das sag ich dir. Ja, sag ich dir, Junge, ja, sag ich dir. Ja. Ich meine, ich kann verstehen, warum sie es nicht mehr machen, weil ja. Weil die wollen, dass die Leute das tatsächlich kaufen und so. Ja, aber ernsthaft, die geben gerade diese alten Spiele gratis raus auf der Switch. Ja, wenn man halt Switch Online kauft. Sag ich dazu. Finde ich auch. Hallo. Was machst du hier?
Welcher von uns beiden? Du. Ich habe noch ein paar Bäume weggemacht. Ich dachte, das hilft, weil ich gerade... Meine Bäume... Willst du das Holz? Dann schmeiß ich sie ins Gesicht. Nein! Also was ist jetzt unpraktisch? Ja, meine Schaufel ist nämlich gerade kaputt gegangen. Ich sehe Nüs. Mach die Augen auf. Hilft nicht. Immer das gleiche mit dem. Wo sind die Pferde hin? Und wer hat hier den Zaun aufgerissen? Da waren mal Pferde? Ja. Keine Ahnung. Ich war vorhin überrascht, dass hier überhaupt was gebaut wurde, weil ich seit 100 Jahren nicht mehr hier war. Hier war, hat jemand den Zaun weggerissen. Pass mal auf. Ed Lutz. Hi. Hast du irgendwas mit dem Pferdegatter gemacht? Da fehlen Zäune und alle Pferde. Wer baut das einfach ab, welcher miese Huren-Mongo? Hört sich sehr nett an, auf jeden Fall. Huren-Mongo? Nein. Das zu machen, also. Ja, eben. Wieso sind da Fackeln? Hä? Wo? Hier hinten, ach, mitten im Nirgendwo. Ging einfach ein paar Fackeln rum. Ganz am Anfang haben wir noch sehr viele Fackeln platziert. Hier liegen 5 Fackeln in einer Reihe. Als ob sie so einen Weg markieren. Es riecht nach Cindy, der macht gerne sowas. Ja, ich wette, der baut auch einfach Zäune ab. Ja, ich wette, der scheißt auch gerne in Toiletten anderer Menschen. Ekelhaft. Sehr hart zugegeben. Ja, ich... Wie weit muss man da laufen, bis man zum Dorf kommt? Ja. Hier sind halt überall träge Pfützen, das ist unpraktisch. Bist du schon wütend? Nee. Scheiße. War sicher? Aber tatsächlich knapp davor zu sagen, halt die Schnauze. Das wäre auch echt schön gewesen. Aber nein, du... Nein, einfach nein. Du Yo. Lässt dich halt einfach nicht so einfach verarschen. Da hinten ist ja... Ich sehe halt nichts. Diesen Weg... Nee, warte, das ist ja einmal um den ganzen Berg. Kann ich theoretisch auch hier die... Dingens-Dongens machen. Wolltest du gerade Yeti sagen? Nee, da ist ein Turm. Und da müsst ihr dann auch theoretisch... Wo bin ich? Ich bin gerade verwirrt von der Welt, tatsächlich. Verständlich. Ich bin hier bei der Tierfarm. Geil. Aber was heißt das in the Creator Scheme of the Things of the... Of the Dorfse? Ofski Dorfski? Das darfst du nicht snoosen. Was heißt das? Das, da ist der Tor. Das heißt eigentlich... Zombie halt mal die Fresse. Eigentlich ist hier genug Platz. Und schon wieder eine Stunde. 4, 5, 6, 7. Ach, ja, die Zeit vergeht schnell in Minecraft. Unglaublich. Minecraft ist so ein richtiger Zeitfresser. Ich glaube, ich würde die irgendwo so hier hin machen. Das sind normale Berge. Ich erkenne halt gerade nichts. Ja, pass auf. Zack, zack, zack. Zack, wenn das hier schon steht, ist gut. Ich habe nur gerade im Moment keine Steine. Und mir geht das Glas aus, das finde ich auch nicht so schön. Ja. Ich habe bei dir irgendwo nochmal ein Stack Sand rein, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so viel gewesen. Ein einzelner Stack hilft dir möglicherweise gar nicht. Nee, ich habe hier... Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier aus Glas machen will. Wahrscheinlich, weil es cooler aussieht. Gewächshausmäßig halt.
Ja gut, ich weiß nicht. Aber ja, natürlich, natürlich. Hoppala. So. What the fuck? Ich bin doof. Oder? Bin ich doof oder nicht? Ich bin gerade fast zu Chis Haus gelaufen. Ich hab mich hart verlaufen kurz. Die hat ein Haus? Ja. Muss ich nicht. Was auch wesentlich schöner ist als Hund ist. Aber ich gehe mal davon aus, das wundert dich jetzt nicht so krass. Ja, das wundert mich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Komisch. Den wundert das schon. Weißt du, ich hasse Wasser in dem Spiel. Ich glaube, die Kapelle wird eines der wenigen Dinger, die ich irgendwann mal im Singleplayer baue und dann hier einfach nachbaue. Alter. Also ich wäre dafür viel zu faul. Ich will halt schön haben und mit so einem geilen Uhrturm, wo dann tatsächlich eine riesige Uhr drin ist, die zwar nicht funktioniert, aber hey. Scheiße. Genau, genau. Haha. Nein? Doch. Das Wasser ist gerade hier runtergeflossen, ganz doof. Passiert. Aber es ist an all den Fackeln vorbei, was ich ganz super finde. Ich hasse übrigens alles und jeden, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja, du übernimmst Hubtis Rolle, sonst ist klar. Dafür nein, ich hab davor schon alles und jeden gehasst. Ja. Hubti ist etwas anders in der Hinsicht. Der ist aber ein Stinker. Hallo, Sinfredo. Hier ist Amigo. Oh, tust du dir weh? Kann man eigentlich gerade pennen? Ich versuch das mal, weil ich gar keine Ahnung habe, ob Tag oder Nacht ist mehr Regen. Hammermäßig auf die Nerven geht. Nein, doch, jetzt kann ich pennen. Pennen. Penner. Ein schweres Spiel. Cindy ist geliefert, anstatt zu pennen. Das heißt, da werden bald Phantome wieder rumrennen. Ist Tag? Ja. Ja. Also, es gehört. Dein Drink. Nimm es danach. Blub. Ja. Das war meine Hoffnungen und Träume. Ah. Endboss. Sans ist schwerer. Was? Was? Ach so. Nein. Du verstehst nicht. Ja, richtig. Weil du bist dumm. Mhm. Lass es mir dir erklären. Ja. Du bist dumm. Achso, ja, jetzt habe ich es verstanden. Gut. Soll ich nochmal sagen? Mhm. Du bist dumm. Okay. Hallo. Fuck you, beleidige ich nicht. Hey. Meine Rüstung ist fast kaputt gegangen wegen dir. Die Gule. Ich will jetzt verzaubern, aber ich habe das ganze Zeug hier angepflanzt und kann jetzt nicht verzaubern. Wie wär's mit EXP holen? Hab ich schon. Oder wie meinst du das? Weiß nicht. Ich hab einfach irgendwas gesagt. Okay. So. So. Ich weiß jetzt was. Effizienz, Glück 1, Haltbarkeit. Glück 1 ist ja nicht so geil. Hab ich Glücksboogies? Boogies? Boogies, ja. Booger? Bagger. Fahrer. So, richtig. Krass. Ich hätte es von dir erwartet. Effizienz, Nemesis, Harpune, Stärke, Rückschuss, Harpune, blablabla. Unendlichkeit ist nett. Aber naja. Ja, gut. Naja. Voll. Ist ja alles nicht so viel.